Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört. Drei Runden noch, bis der Transporter hier ist. Ich gehe davon aus, dass der... Ah, hier ist die Map zu Ende, ne? Dass der General hier wahrscheinlich irgendwo steht. Vielleicht hat er sich hier versteckt in der Deckung. Was sein könnte, dass hier noch ein Trupp ist. Wir haben aber noch keine Geräusche gehört oder so. Deswegen, wir könnten theoretisch hier um die Ecke schielen. Wie sieht's denn aus mit... Ist alles so durchgeladen? Ah, sie ist sehr weit weg. Unimund müsste nachladen. Hätte noch einen Schuss. Okay, warte. Unimund ist drei Runden. Ich meine, aber wenn hier jemand ist, habe ich ein Problem. Wenn hier jemand drin ist, habe ich ein Problem. Da werden ja, wenn, zwei Soldaten drin sein, mindestens. Wir haben sogar hier die Machtdemonstration. Das heißt, es könnten noch mehr sein. Und den muss ich abfangen, irgendwie. Kann ich jetzt eine Runde opfern oder nicht? Ich könnte ihn mal hier hinstellen. Notfalls kann ich wieder zurückgehen. Einmal um die Ecke schielen. Ich schiele einmal um die Ecke. Vielleicht sehe ich schon jemanden. Advent-Truppen gesichtet. Wir sind nah. Ein einzig. Das ist denn. Oh, das ist der General sogar. Ziel okay, steht da einfach so rum. Das ist der General. Erledigen Sie ihn, bevor er fliehen kann. Wir haben nur diese eine Chance. Okay, wir haben genug Runden Zeit. Ach verdammt, was macht er denn jetzt noch? Oh nein, da hinten ist noch so ein Flammenwerfer-Mensch. Oh, der kommt von der Seite. Sekunde, den müsste doch jetzt aber, den müsste doch unschuld sehen. 67%ige Chance. Mit der Pistole 60. Ja, komm. Gönn dir. Ja, nice. Oh Mann, ey. Explodiert sogar der Typ, ey. Habt ihr das gesehen? Okay, okay. Dann haben wir, glaube ich, die Runde so mehr oder weniger geschafft. Unimond, 30%. Ich meine, wir können es probieren. Wir haben unsere beiden Schwertkämpferinnen ja noch da vorne. Tja, er trifft! Das ist so ein schlechter Joke. Soll mir recht sein. Oh Mann, Leute, krass. So wird das gemacht, eben. 8 von 8. Zwei Verwundete durch die Granate. Ein bisschen ärgerlich. Oh Mann, ey. Der fliegende Brecher. Erfolgreich abgeschlossen. Leute, ich bin heute am Aufnehmen, diese Folge... wo Folge 6 gerade heute online gehen wird. Das ist krass, oder? Ich bin so hart am Suchten wieder, was XCOM 2 angeht. Ha, ist auch ein cooles Bild. XCOM ist zurück und Advent ist dem Untergang geweiht. Steh auf und schließe dich ihm an. Ist so krass, ich bin wieder so am Suchten, was XCOM 2 angeht. Ich bin noch ein bisschen erkältet, noch immer. Ich weiß gar nicht, ob man es in den Videos mitkriegt. Ich versuche das immer dann so in den Aufnahmepausen schnell einigermaßen in den Griff zu kriegen und dann in der Aufnahme wieder ohne Schniefen und ohne Husten und so weiter durchzukommen. Klappt ganz gut. Ist aber echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Es fesselt mich zu sehr, ne? Mal wieder, das Game. Okay, ich bin gespannt, wie lange die Leute verletzt sind. Notfalls, wir haben jetzt die Krankenstation. Wir haben notfalls die Krankenstation. Dass wir den Einsatz jetzt so mit so viel Glück wieder... 11 Tage. Warum denn 11 schon wieder? Verstehe ich nicht. Na gut, okay. Unimond ist der Einzige, der befördert werden kann. Und er... sollte scheinbar auch ein Medic werden. Warte mal. Ist das wirklich so? Der sieht aber so aus, sonst hätte ich ja nicht das Medi-Protokoll genommen, ne? Notfalls kann man es dann nochmal umskillen. Okay, weiter geht's. Also, Unschuld ist 3 Tage, ist nicht so wild. Aber Ems 11 Tage. Sie hat doch gar nicht so viel Schaden genommen. Na gut, okay. So, ein Mehrlader, 5%. Ungeachtet seiner TP, sofort zu töten. Das ist so, manchmal, ne, hat man halt Glück mit dem Ding. So, 181 Vorräte. Außerdem haben wir das Advent-Gegenfeuer verhindert. Ja, läuft. Und wir haben noch ein... Was haben wir noch bekommen? Oh, Funky und Lisa. Wird gestärkt, natürlich. 3 Tage. Ausgeschaltet. Der für unsägliche Verbrechen gegen die Menschheit verantwortlich war. Ein Widerstandsfunk. Hatten wir es schon mal? Noch bei den Opferzahlen, aber XCOM holt langsam, aber sicher auf. Als ob die das so sagen würden. Das ist doch hier kein Fußballspiel, genau, ey. Seht euch vor, ihr dreckigen Aliens. Verzieht euch von unserem Planeten. Gut. 11 Tage, dann hauen wir jemanden in die Krankenstation. Das dauert noch 8 Tage, wenn ich den abziehe. 12. Ah, ich habe den gerade erst reingepackt, ne? War glaube ich so. Gut, dann sorgt mal dafür, dass
die Leute schneller geheilt werden. Okay, entfernt negative Eigenschaften. Ich dachte, irgendjemand hätte mal negative Eigenschaften bekommen. Hatte nicht irgendjemand Angst irgendwie bekommen vor den Attentätern oder sowas? Oder... Mir war so. Naja. Gut, 12 Tage dann halt. Schade. Psionik ist bald fertig. 3 Tage bis Lisa und Funky dann abgegradet wurden. Und wir sollten immer so ein bisschen dann im Auge behalten, wie lange es dauert, bis die Leute hier wieder fit sind. 6 Tage. Wir empfangen eine ungesicherte Übertragung von einem Klon namens Van Dorn. Scheint nicht unbedingt ein geeigneter Rekrut für uns zu sein. Bin mal gespannt, wann die nächsten hier wieder ihre Stufe erhöhen. Ich weiß gar nicht wer. Wie weit sind die beiden so? Kameradschaft. Oh ja, fehlt nicht mehr so viel. Bin ich sehr gespannt, was dann der dritte... Die anderen beiden haben es ja gerade erst bekommen. Was der dritte auch schon sehr weit. Krass. Ach, guck mal. Mit dieser Lori. Hätte sie sogar richtig hohen. Krass. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier weiter. Wobei wurde ich dann unterbrochen? Vorräte oder ein Guerilla? Oh, was? Nicht jetzt. Meine Geschwister haben ihren Zweck aus den Augen verloren. Was wollte ich denn machen? Ah, hier, das Funk-Relay. Damit ich den Ambitionen Dingens hier mache. Und dann hole ich mir, glaube ich, wirklich den Guerilla-Einsatz. Oh nein, schon wieder? Durch ihre Fehler. Was ist denn mit dem Avatar-Projekt, ey? Das sind nur noch... Ich muss echt mich beeilen, Leute. Der rechtmäßige Erbe ihres Throns und unumstrittener Herrscher der neuen Welt. Ich muss mich beeilen. Ja, was soll ich denn machen? Psionik ist fertig. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Psi-Verstärker und das Psi-Labor kann ich jetzt bauen. Die Ausbildung von Rekruten zu Psi-Soldaten. Okay, Psi-Verstärker. Plattenrüstung. Ach, wird inspiriert. Geil. Habe ich inzwischen 10 Alien... Ja, ich habe eigentlich genügend Legierung. Machen wir dann. Wenn das inspiriert ist, ich werde sofort mit der Forschung dann beginnen. Machen wir es. Okay, wir machen das mal fertig, das Funk-Relay, und dann den Guerilla-Einsatz. Auch eine geile Belohnung. Gab's das vorher? Ich weiß es gar nicht. So, ihr habt jetzt Satellitenfernsehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Willkommen im Kampf. Und deutlich. Okay. Neue Einnahmen, 100. Sehr schön. Was ist jetzt? Ach ja, Kontinentalbonus. Genau, die Freiwilligenarmee. So, was war da drüben? Warum wollte der jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wir hätten hier noch Vorräte. Aktuell haben wir aber einiges an Vorräten. Deswegen versuchen wir den Guerilla-Einsatz hier nochmal freizuschalten. Gibt dann wahrscheinlich auch Belohnungen während des Einsatzes. Oh. 20 runter. Sie am Dringend. Ach, come on, ey. Haben Sie sie enttäuscht? Ja, okay, weiter geht's. Unsere Freunde vom Widerstand zahlen einen hohen Preis, solange die Auserwählten da draußen herumlaufen. Wir sollten alles tun, um sie zu vernichten, bevor sie wieder zuschlagen. Das ist fertig. Was haben die gemacht? Ein Ingenieur geholt. Genau. Und die Ältesten spüren Angst. Okay, sehr gut. Und Erfahrung, oder? Hat er doch bekommen. War das nicht so? Also, wir haben 9 Dingens und er wurde zum Captain. Captain, no Captain. Das ist sehr gut. Damit bekommen wir jetzt unseren Bonusplatz. So, Fraktion finden. Ausweichen plus 5. Beute sicherstellen. Alienbeute. Hinterhalt. Soldaten gefangen nehmen. Auf sowas habe ich keine Lust. Vorräte sammeln. Ich könnte einen Ingenieur mitgeben, damit die Leute nicht verwundet werden. 85 Vorräte. Und Gesundheit. Oder Fähigkeitspunkte, da wird es auch Gesundheit geben. 25 Info. Ich glaube, das machen wir eher. So. Wer könnte denn Lebensenergie gebrauchen? Also ich würde jetzt gerne die beiden demnächst mal wieder mitnehmen. Die waren schon ein bisschen länger nicht dabei. Unser Spezialist Phil ist auch wieder dabei. Das heißt, Junimond. Junimond und Day könnten theoretisch gehen. Dann würde Junimond Gesundheit bekommen. Und Day würde so mitgehen. Und wir bekommen 13 Fähigkeitspunkte dafür.
Einflussmittel. Okay, Aktion wird gestartet. Keine Sorge, Commander. Dann dürfen wir hier noch den guten DeVorian mal eben upgraden, befördern. Ja, unerbittlich, ne? Wenn du ein oder mehr Kills in deiner Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Oder der Klingensturm. Kostenlose Angriffe mit der Waffe Schwert auf alle Feinde, die in Kampfreichweite kommen oder in Nahkampf angreifen. Was ich ziemlich geil finde. Also, wenn jemand sich irgendwie neben mich stellt oder mich im Nahkampf angreift, kann er sich mit der Klinge hier wehren. Das ist eigentlich richtig stark. Unerbittlich, wenn du ein oder mehr Kills in deiner Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Könnte man theoretisch auch mit dem Schwert doch kombinieren, oder? Geht das? Könnte ich mit dem Schwert jemanden umschlagen und unerbittlich würde triggern? Könnten wir ja freischalten. Könnten wir freischalten. Ich habe noch gar nichts freigeschaltet bisher, ne? Auch die ganzen Waffenverbesserungen muss ich mal eben hier mir nochmal genauer anschauen. Wir können unser Team noch so krass verbessern eigentlich. Okay, so, Sekunde. Erstmal aber bei Einrichtung hier unten den neuen Ingenieur zuweisen. So. Sehr schön. So, Vorräte behalte ich jetzt erstmal, weil wir bestimmt auch noch für die Rüstung gleich Credits brauchen werden. Ja. Hier bekommen wir aber auch Credits, ne? Ist es nicht so? Glaube schon. Okay, was ich machen wollte. Beim Heckaufzug soll etwas knirschen. Ich hoffe, das ist keine Metallermüdung. Ja, lass doch knirschen. Trainingszentrum. Fähigkeiten trainieren. DeVorian. Guck mal. Stimmt. Ach, das mit der Granate, das kannte ich schon. Was hat er hier dann noch? Entdeckung gewährt dem ersten Schuss der nächsten Runde plus 20 Zielsicherheit. Das ist ziemlich nice eigentlich. Kostet 12 Fähigkeitspunkte. Und die Dinger kosten immer 5 XCOM-Punkte, ne? So, jetzt ist die Frage. Das ist auch geil eigentlich, ne? Kann ja nochmal unsichtbar gehen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich mir das noch holen sollte. Das ist schon sehr stark. Kostet 13. Okay, er hat 12. Ist das eigentlich das, was jeder Soldat hat? Warte mal. Ja, das ist das, was jeder Soldat hat. Ah, okay, jeder Soldat hat... Okay. Oh, sie könnte hier schon unerbittlich lernen. Ach so, sie ist halt... Wow. Die Granaten in deinem Granatenpaket halten eine zusätzliche Verwendung. Wäre auch nicht schlecht. Rüstung verfügt über die Panzerung. Guck mal, wenn sie einen oder mehr Kills in deiner Runde erzielt, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Das heißt, auch wenn sie mit der Granate wen erwischt, richtig? Was ziemlich stark wäre. Lass mich mal eben... Wir gehen mal eben ein bisschen durch. So, Phil könnte den Sprengschutz bekommen. Nicht so wichtig bei ihm. Unantastbar. Wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Unantastbar ist so geil, wenn du Nahkämpfer bist. Für ihn wäre es jetzt auch nicht so schlecht, ne? Er ist halt eigentlich eher Medic. So, Unimund ist gerade unterwegs. Wir gucken uns mal Funky an. Ah, schade. Funky ist noch nicht so weit. Lisa? Sprengschutz, joa. Heftiger Schuss. Gibt einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Aber sie hat doch fast gar keine Soldatenfähigkeitspunkte. So, wir haben noch Unschuld. Wow. Schnellfeuer. Als Sniper, wie krass ist das denn? Ich meine, Zielsicherheitsabzug von 15, ganz ehrlich, aber wenn... Wow, das ist sehr stark. Das ist richtig stark. Das würde ich ihr eigentlich irgendwann gerne mal gönnen. Kostet 25, da muss ich noch ein bisschen üben. Okay, komm, bevor wir jetzt hier die ganzen Punkte immer 100 Jahre aufbewahren, würde ich doch sagen... Wenn wir ein oder mehr Kills in der Runde erzielen, erhalten wir einen weiteren Zug. Ist schon sehr... Ach, kann ich mir gar nicht leisten. Okay, Steffi muss auch noch ein bisschen mehr sammeln. Ich meine, DeVorian konnte sich was leisten. Entdeckung, naja. Das kann er sich nicht leisten. Wenn unerbittlich wirkt,
auch mit Nahkampf ist es sehr stark. Dann könnte ich in Nahkampfrennen jemanden killen und notfalls einfach auch wieder wegrennen. Das würde ich ihm gerne gönnen. Hatte Phil denn genug? Phil ist auch voll der Einzelgänger, Leute, ne? Der braucht mal irgendwie einen Partner hier. Nein, gegen dich richtig. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Rüstung wäre natürlich auch nicht schlecht. Ein Rüstungspunkt zusätzlich für ihn. Ansonsten Scan-Protokoll, Übernahmeprotokoll. Gefechtsprotokoll ist auch sehr stark. 4 Schaden, ne? Oder ne, mit dem anderen Gremlin sogar vielleicht mehr. Kostet 10. Gegen Roboter sehr stark. Das würde ich ihm, glaube ich, gerne geben. Ja. Hat das jetzt gerade gar nichts gekostet? Ah, die hier unten kosten die, ne? Das ist ja krass. Das bedeutet quasi, man kann die hier einfach nur für Fähigkeitspunkte nachlernen. Boah, du kannst ja echt die Killermaschine jetzt züchten. Und die da unten, die kosten 5 extra von diesen XCOM-Fähigkeitspunkten. Gut. Habe ich mir gemerkt. Okay, wie sieht's aus? Noch irgendwas, was ich machen wollte? Boah, ich verliere so schnell bei XCOM den Überblick und meinen Fokus. Das ist unglaublich, ey. Überall immer passiert irgendwas und ich bin wie so ein kleines Kind, was gehört hat, dass der Eiswagen in der Stadt ist und da hinterher rennt und dann da steht und gar nicht weiß, welche Sorte es heute mal essen soll. So, halt. Sekunde. Ems hat sich erholt. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, bedeutet das nicht, dass alle fit sind und ich den Ingenieur da rausziehen könnte? Wow, dass ich das nochmal erleben darf, dass alle Soldaten verfügbar sind, außer halt die, die wir in eine Mission geschickt haben. Gut, dann könnte er theoretisch jetzt hier... Achso, warte, ich muss den erst rausholen. So, du gehst da raus. Und könntest das Energierelay jetzt versorgen. Dann könnte ich jetzt schon etwas Neues bauen. Okay, gut. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, glaube ich, dass wir hier noch ein Kraftwerk hinbauen wollten. Und dann könnte hier zum Beispiel eine Kommunikationszentrale hin. Oder der Testbereich. Klar, den brauchen wir auch. Kommunikationszentrale brauche ich aber... Ah ne, brauche ich aktuell noch gar nicht. Stimmt. Okay, Testbereich. Jetzt könnte ich den hier viel besser brauchen. In 3 Tagen. Wenn ich den rausnehme, sind es 4. Mit einem zusätzlichen Tag kann ich leben. Dafür kann ich hier das Ding in 7 Tagen dann bereits verfügbar haben. Ich könnte das Labor auch upgraden noch. Ja, kostet 3 Energie. Kann ich nicht. Schade. Dann würden wir noch was für unsere Forschung tun. Okay. Na gut, wir scannen weiter. Bekommen ja gleich den Einsatz. Gleich ist wieder ein bisschen Action, Leute. Alles gut. Beutezug. Okay, machen wir. Lagebericht. Automatische Verteidigung. Der Aufklärung nach befindet sich eine hohe Konzentration von robotischen Gegnern am Ort dieses Einsatzes. Okay, Roboter. Das bedeutet, am besten Leute mitnehmen, die sprengen können oder die direkt Schaden machen können, so wie Phil jetzt. Okay, wir starten den Einsatz hier. Ich glaube, ich nehme 2 Spezies mit. Steffi sollte auch mit. Das ist ja die mit dem Sprengschuss. Das heißt, Devorian würde ich auch mitnehmen. Ist unser stärkster Mann. Ist auch ein Ranger. So, pass auf, lass mich eben schauen. Phil ist dabei. Nee, sorry, du nicht. Du auch nicht, wahrscheinlich. Wir nehmen jetzt mit. Ah, ich brauche noch einen Spezi eigentlich. Kevin kommt mit. 2 Spezialisten. Ich brauche keinen Sniper. Leute, wir nehmen jetzt mal den Scharmützler mit. Mox. Cradle Mox. Sollte ich vielleicht seine Waffe nochmal verbessern? Rüstung war noch nicht fertig. Nein. Das hier. Scharmützler. 45 Vorräte, 5 Alien-Legierung. Boah, ich brauche langsam mal wieder Legierung, aber das ist ja ein Beutezug. Vielleicht finden wir hier sogar genug. Medikit, Rauchgranate, ja, eigentlich passt das so. Ausrüstungsgegenstände freigeben. Okay. So, sprengen, alle wollen sie sprengen.
finde ich gut. Lass mal eben schauen. Du hast doch das Gefechtsdingens, oder? Er hat das Gefechtsprotokoll. Sehr gut. Sehr gut. Ich wollte eigentlich Steffi mitnehmen. Achso, sie ist doch dabei. Ich bin auch ein Quatschkopf. So, lass mich mal schauen. Die Waffen wurden jetzt verbessert. Steffi zum Beispiel. Achso, Kampfsimulation. Plus 2 Trefferpunkte, plus 11 Wille. Trefferpunkte sind natürlich immer gut und gern gesehen. Würde ich aber lieber meinen Rangern geben. Aber vielleicht kannst du eine schöne Waffenverbesserung bekommen. 2 Plätze. Krass. Überragendes Zielfernrohr. 15 CC. Oha. Das sollten wir auf jeden Fall einem Sniper geben. Magazingröße. Kostenlos nachladen. 2x kostenlos nachladen. Ist auch nicht verkehrt, ne? Magazingröße. Boah. Ich erhöhe einfach ihr Magazin, glaube ich. 2 weitere Schüsse sind super. Jo. Und ein Automatiklader 2x. Das wäre schon krass. Mehrlader, was ist das? Sofort-Kill-Chance. Ja, im Prinzip. Oder der Stecher. Chance auf Bonusaktion. 5%. Wo kommt das Ding ran? Ich sehe das gar nicht. Ach, hier hinten. Der Griff, oder was? Ja. Dann machen wir den, oder was? Kostenlos nachladen, 2x. Bräuchte ich mir nie wieder Gedanken machen. Vor allem, sie hat jetzt 5 Schuss. Ich glaube, das wäre zu krass. Das ist, kostenlos nachladen ist vielleicht auch eher was für einen Sniper. Dass er nachladen kann und trotzdem nochmal schießen kann. Chance auf Bonusaktion bekommst du. So, und Devorian würde ich auch gerne was geben. Auch wenn Devorian natürlich hier... Devorian ist ja von meinen Soldatenfähigkeiten her auch ein Nahkämpfer eher. Trotzdem, oder gerade deswegen, bekommt er 2 zusätzliche Trefferpunkte. Und du bekommst kostenlos nachladen. Ja, ist nicht so wichtig. Magazinerweiterung. Normales Zielfernrohr, Mehrlader. 5% Sofortkill-Chance. Kostenlose Sofortkills, das ist echt krass eigentlich, ne? Das hier wäre was für Mox, weil der 2x schießen kann. Das hier ist was für Mox. Ja, Zielfernrohr. Ich meine, auf die Shotgun. 2x nachladen ist eher für meinen Sniper tatsächlich gut. Magazin vergrößern. Ich gebe ihm mal ein bisschen größeres Magazin und den Stecher. Der hier ran. Ach, auch da unten lang. Das ist immer der Griff scheinbar. So. So, Mobs bekommt man wirklich von mir jetzt gerade. Ich rüste die jetzt mal aus, Leute. Man gönnt sich doch sonst nichts. Bekommt von mir jetzt... Wo war es hier? Sofort-Kill-Chance. Eine Chance von 5%, das Ziel ungeachtet seiner Trefferpunkte sofort zu töten. Das ist für ihn eigentlich ziemlich geil, weil er halt immer 2x pro Runde schießen darf. So. Das andere war eher für meine Sniper. Meine Spezies gehen leer aus. So, wir sind komplett bis an den Rand mit Granaten bewaffnet. Schwierigkeit. Ist schwer. Und wir starten den Einsatz. Wir starten den Einsatz. Eine Runde oder so werde ich noch machen. Oder wir gucken uns den Einsatz nächste Folge an. Ne? Sky Ranger eingesetzt. Wachsamkeit. Was? Die Aliens sind in hoher Alarmbereitschaft. XCOM hat es so schwer, sie unvor... Warum denn jetzt? Es wird um einiges schwieriger, wenn wir uns nicht mal mehr anschleichen können. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Genau jetzt, wo ich dahin fliege, schalten die es noch frei. Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Was soll man dazu sagen? Tschuh, okay. Okay, wir haben endlich auch mal ein bisschen die Sachen eingesetzt. Operation erstickter Wahn. Der Transporter sitzt noch fest, doch wir müssen mit feindlichem Widerstand vor Ort rechnen. Sichern Sie das Gebiet und bergen Sie so viel Sie können. Okay, neutralisiere alle feindlichen Ziele, sichere Vorräte bei der Transportstation. Entschuldigung. Ich habe nicht darauf geachtet, ob hier ein Ältester sein kann. Ein Auserwählter, Entschuldigung.
Ich habe nicht drauf geachtet. Ist das denn what? Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Sind wir? Wir sind schon noch auf der Erde, oder? Achten Sie auf Roboterfeinde in der Nähe dieser Position. Okay, viele Roboter. Gut. Ja, hier ist zu Ende die Map. Nach oben geht's sehr weit. Und ich meine, nach links geht's auch sehr weit. Tja, wir könnten uns jetzt überlegen, wo wir lang gehen. Entweder gehen wir hier lang. Hier sehe ich natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Oder hier, hier kommen ein paar Häuser. Ja, Häuser. Ich meine, für uns ist es eigentlich gut, ne, wenn wir Deckung haben. Roboter bekommen keine Deckung. Okay, wir schauen einfach mal, Leute, was uns hier erwartet. Allerdings dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Oh, das ist so schön, wenn man hier sieht, wie viele Lebenspunkte jetzt der gute DeVorian schon hat. Ach ja, da kommt Freude auf. Was ist das? Hier, Angst vor Auserwählten, sag ich doch. Diese Einheit kann in Panik verfallen, wenn sie einem Auserwählten... Wieso kann ich das nicht von ihm wegnehmen? Ich wusste doch, dass einer Angst vor Auserwählten hat. Ich wusste es. Okay, muss ich nächstes Mal schauen. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao, ciao.